Willkommen wieder zum nächsten Training hier im Atlantis. Heute fangen wir an mit einem Zirkeltraining. Die Belastung, wir haben ja uns schon ein System aufgebaut und ihr könnt ja den Trainingsplan jetzt erkennen. Das ist ja alles systematisch vorbereitet, unser Training systematisch, so gut wie wir das auch in der Situation jetzt hier hinbekommen. Und wir versuchen natürlich für alle Leistungs- und Alltagsstufen gleichmäßiges Training zu finden, dass sich jeder wiederfindet und sagen kann, jawohl, das ist mein Training, hier kann ich mich auspowern, ich werde nicht gelangweilt und ich werde auch nicht überansprucht. Das ist eigentlich unser Ziel vom Team Atlantis. Also heute haben wir uns gedacht, fangen wir mal wieder mit so einem Zirkeltraining an. Wir haben ja auch hier einen festen Rhythmus. Unser Rhythmus ist immer Belastung 30 Sekunden für Level 1 für Anfänger, 60 für die Leute, die sagen, jawohl, ich kann schon ein bisschen mehr. Und die, die sich auspowern wollen, die hauen einen raus, volles Rohr, 90 Sekunden. Wir machen in den einzelnen Übungen, wir werden jetzt gleich 6 Übungen machen. Und zwischen diesen Übungen machen wir dann eine Pause von 30 Sekunden. Ihr könnt natürlich auch per Puls arbeiten, da kann man mal die Pulsfrequenzen sehen. Aber das würde jetzt im Video zu weit führen, Belastung. Ich gebe mal so einen Pulshinweis, Maximalpuls bei Männern 220 minus Lebensalter, bei Frauen 225 minus Lebensalter. Davon im hohen Bereich auf 90%, auch im hochintensiven Bereich und im normalen Ausdauerbereich 70%. Jetzt seid ihr gefordert und könnt das für euch selber zu Hause ausrechnen. Ansonsten schreibt uns nochmal, dann erkläre ich, wie man so die Pulsfrequenzen einigermaßen per Fingerdruck oder per App steuern kann und auch mal seine Belastungsstufe steuert, dass ich eigentlich weiß, was mache ich da überhaupt so? Ne, wann ist eigentlich anstrengend? Aber das später. So, was machen wir heute in unserem Zirkel? Ich werde die Übung einmal alle vormachen, darauf achten oder euch sagen, was wichtig ist. Wir machen den Hampelmann, ne? Genau, das ist der Jumping Jack, der Hampelmann. Eine tolle Übung, ihr braucht nicht viel Gerätschaften dabei. Das kann jeder zu Hause machen mit der Familie und mit den Kindern. Ich habe hier meinen Rucksack heute vergessen. Ich habe hier so ein Fitnessgerät mitgenommen. Ihr könnt natürlich bei diesen Übungen, wenn ihr fit seid, sagt, komm, ich setze mir den Rucksack auf, nehme mal 3-4 Kilo mehr und trainiere mal, den könnt ihr natürlich mitnehmen. Tolle Sache. Ihr braucht den Stuhl und wieder 2 Wasserflaschen, Matte, Wasserflaschen in verschiedenen Größen könnt ihr nutzen. Also, zweite Übung, Bauchmuskulatur, Sit-Up. Gebe ich euch 2 Varianten, einmal die Variante auf dem Stuhl, einmal auf dem Boden. Auch hier könnt ihr Rucksack oder Wasserflasche wieder mitnehmen, um einfach das Training zu intensivieren und auch mal ein bisschen mehr zu machen und sagen, komm, dann hau ich mal einen raus, dann hat man eine Trainingsgeräte dabei, macht das also auch mehr Spaß. Dann machen wir Squats, also Gesäßmuskulatur, ne? Beine, Oberschenkel, also Kniebeuge, sagen jetzt ganz viele, aber Fachausdruck heute überall in den Studios, Squats. Und dann machen wir noch Jumping Squats, also Sprünge. Wir machen anschließend Kniebeuge und Springen anschließend dabei. Ich mache die Übung auch einmal vor. Sag auch, worauf es ankommt, dass ihr euch nicht verletzt. Aber ihr merkt dann gerade bei Oberschenkelmuskulatur, 2 Übungen hintereinander, Oberschenkel, ist natürlich auch gewollt. Und wir haben natürlich einen riesen Effekt, Herz-Kreislauf-System und Abwehrkräfte, Lunge wird gefordert, also deswegen will ich mal sehen, gucken, wie ihr dann einen raushaut, 2 Beine hintereinander. Dann kommt Ruhe, dann gehen wir in die Plank und anschließend Liegestütz. Ich wiederhole, Hampelmann, Sit-Up, Kniebeuge, Sprünge, Plank und Liegestütz. Also, ich fange einmal an mit den Übungen. Ihr könnt, wie gesagt, nehmt die Flasche mit dabei, das ist so möglich. Und ich brauche ein bisschen Platz, damit ich hier nirgendwo vorschlage. Und ihr geht jetzt bei den Hampelmännern natürlich vorweg. Ihr habt euch warm gemacht. Wieder unser Programm, das kennt ihr mittlerweile schon. 7 bis 15 Minuten habt ihr euch warm gemacht. Jetzt haben wir 5 Durchgänge pro Übung. 5-mal mit dieser Zirkeldurchgänge. Immer 30, 60, 90 Sekunden. Also, der Hampelmann sieht wie folgt aus. Also, der Hampelmann sieht aus wie ich. Auch eine gute Sache, ne? Macht das seitlich nochmal vor. Also, kommt bitte, wenn ihr warm seid, über den Kopf zusammen. Sehr gut. Das ist der Hampelmann als erstes. Also nochmal, Hampelmann 30, 60, 90 Sekunden.
Ich habe ja gesagt, ich gebe euch eine Variante vor. Ihr könnt auf dem Stuhl den Sit-Up machen. Also ihr könnt Bein heben, das ist kein klassischer Sit-Up. Sagen die Profis auch gleich an, was sagt der denn da? Nein, aber das ist eine Übung für die Bauchmuskulatur. Die finde ich manchmal sogar besser als den Sit-Up, weil wir hier den Rücken gerade haben und in die Wirbelsäule nicht so viel arbeiten. Aber ich mache den Sit-Up auch vor. Ich habe meine Hand dabei, weil ich denke, zweite Muskelgruppe einsetzen, tolle Sache. Habe ich wiederholt, wiederhole ich nochmal, Fersen hoch, Rücken gerade, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und ihr kommt nach oben und setzt euch beim Sit-Up hin. Wir crunchen nicht, wir setzen uns hin. So, und das genau in der Form. Ihr könnt natürlich auch versuchen, jetzt die Hände mal auf die Brust zu lassen, ob ihr überhaupt nach oben kommt, wenn ich hier mal Gewicht habe. Sehr gut. So. Übung Nummer, oh hier, guck mal, mein Ton, also ich bin hier ganz alleine drin, jetzt habe ich meinen Ton, ich muss sehen, dass auch alles funktioniert. Bleibt alleine, bleibt zu Hause, seht zu, dass ihr trotz jetzt schon langsam ein bisschen Lockerung kommt, macht nicht zu locker, bleibt weiter ein bisschen diszipliniert. Kniebeugen, da könnt ihr auch, das ist eine gute Sache, finde ich immer, dass man mal richtig runter geht, hier auf dem Stuhl berühren, nach oben kommen. Berühren hoch. Hier geht man schon mal tiefer runter, als das vielleicht nur so aussehen würde, wenn ich das eine Kniebeuge mache. Also hier muss ich runter und nach oben. Ihr könnt natürlich den Rucksack nehmen oder die Wasserflaschen. Jetzt kommt Übung Nummer 4. Genau selbe Position. Jetzt wird es schwierig. Achtet drauf. Ich gehe runter, springe nach oben, lande auf meinen Fußballen und gehe jetzt tief runter. Also, ihr müsst reaktiv springen. Beim Landen direkt wieder runter und nicht das Gewicht in die Knie abfedern, sondern mit den Fußballen, Achillessehne, Wade, Oberschenkelmuskulatur abfedern. Dann haben wir Plank sofort. Ihr kennt die Variante 30, 60, 90 halten. Nach zwei Beinübungen seid ihr natürlich zu Hause, wenn ihr das 90 Sekunden gemacht habt, völlig im Arsch. Und denkt, boah, ist das anstrengend. Und jetzt zu halten, wird nochmal ein richtiges Brett halten. Jawohl, das ist jetzt Bauchmuskulatur. Ich hoffe, dass ich immer gut vormache. Ich sehe mich jetzt von der Seite selber nicht. Rücken ist gerade, das habe ich wiederholt auch gesagt, Körper ganz angespannt bleiben. Trotzdem tief ein- und ausatmen. Dann kommt die Liegestütze. Ich gebe zwei Variationen vor. Ihr könnt natürlich auf euren Knien bleiben. Ihr könnt natürlich in die klassische Liegestützposition gehen, Hände 45 Grad weg, tief runter, runterkommen. Auch das ist eine Variante, mache ich auch nochmal vor. Ganz ablegen, Hände anheben. Und jetzt geht zuerst, wenn ihr diese Übung macht, ich weiß, dass ganz viele Fitnesstrainer die vormachen, dann, wenn man das aber so macht, geht aber zuerst das Gesäß hoch. Und dann ist es nämlich schwer. Also, Gesäß hoch und dann hochdrücken. So, da ist der Zirkel. 5 Durchgänge, 30, 60, 90 Sekunden, haut mal einen raus, vorher warm machen, nachher lockeres Dehnen, erstes Training erledigt, wir sehen uns bald wieder im Atlantis.